Frenkel frotzelt. Heute. Let's play Age of Wonders 3. Der Fantasy-Welt-Simulator. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Age of Wonders 3. Und es geht hier weiter mit meinem Vernichtungsfeldzug gegen den bösen Gamblak. Zwei Schaden ist natürlich nicht die Welt. So, dann haben wir hier noch die Eingeweihten. Können im Prinzip auch nur nach vorne gehen. Die Reichweite haben sie nicht. Die haben jetzt wieder Reichweitenvorteile, logischerweise, weil die da oben sind. Aber wenn jetzt da ein konzentrierter Angriff... Warte, was haben wir denn hier noch? Feuerwerfer haben wir hier noch. Hier habe ich noch nichts verloren. Für Entfernung gibt es einen Abzug. Ist mir egal. Wir werden die auf jeden Fall mal aufs Korn nehmen da. Geht das überhaupt? So. Ja, besser als nix, gell? So, dann haben wir hier noch Bogenschützen. Da gilt auch das Gleiche. Das Leichte reicht reichweitenmäßig noch nicht aus. Immer noch nicht. Jetzt kriege ich es natürlich von der Seite hier ab, ne? Ist klar. Das war jetzt vielleicht gar nicht mal so schlau. Vor allem, die haben ja schon ein bisschen Schaden. Die kriegen es dann komplett ab. Wir ziehen die nochmal zurück. Ich habe es mir anders überlegt. So, was haben wir denn hier? Draconia Feuerwerfer. Der kann auf jeden Fall mal davor gehen. Muss er auch. Versucht sich jetzt hier von der Seite ranzutasten. Er kann nichts machen, er ist nur ein Nahkämpfer. Das heißt eigentlich auch, dass ich hier komplett nach vorne gehen kann. Dürfte eigentlich nichts schief gehen. Die Kanone ist relativ in Reichweite noch vielleicht. Aber die kann auch nur einen Schuss abfeuern. Insofern kann mich das gerade gar nicht mal so kratzen, ne? Hoffe ich. So, was haben wir denn hier noch? Zu weit weg definitiv. Die haben aber noch nichts abgekriegt. Dann haben wir hier unsere Bleede. Die von hier natürlich auch nichts reißt. Außer Reichweite leider. Außer Reichweite immer noch. Ich gehe trotzdem mit der nach vorne, weil ich glaube, dass die da ein bisschen was verträgt. So. Druff! Okay, die Kanone wird sich wehren, denke ich. Das Ding rollen wir auch nach vorne. Noch als Schutz. Butterblumenfee. My ass. So, die können natürlich auch noch vorrücken. Sind auch ein bisschen geschützt durch die Büsche, glaube ich. Schießen können wir noch nicht mit denen. Können die noch was machen hier? Die haben, nein. Können sich auch nicht mehr bewegen, ne? Die sind schon gelaufen. Die sind auch schon gelaufen. Was haben wir hier noch? Gemeinschaftswächter. Ziehen wir auch noch darüber. So, jetzt haben wir das Problem mit den Greifenreitern. Die können natürlich jetzt nicht in einem Schlag da reinfallen, aber ich werde die jetzt mal nach vorne ziehen. Die vertragen ja ein bisschen was. Ist ja nicht so, dass die sofort tot umfallen. Dafür sind sie ja da. Die würden den garantiert nicht schmecken jetzt dann im nächsten Zug. Da gibt's so richtig aufs Maul. So, die Schwertkämpfer, interessiert keine Sau. Jetzt kann ich trotzdem nach vorne ziehen. Ich glaube nicht, dass die angegriffen werden. Dann sind wir durch, ne? Ja, komm. Ich erwarte den Zug des Gegners. Ach, den haben wir auch noch. Ach nee, der ist schon gezogen, ne? Okay. Nee, ist er nicht. Der kommt auch noch mit davor. Die habe ich auch noch nicht bewegt. Sehr schön. So, jetzt müssen wir aber durch sein, ne? Die haben jetzt so viele Ziele vor sich. Die wissen ja gar nicht, was sie zuerst angreifen sollen. Und das wird wahrscheinlich dann auch nicht so viel ausmachen, weil die ja wirklich nur einen Angriff haben da. So. Was macht ihr jetzt, ihr Freunde? Also der hat jetzt von der Kanone geschossen, glaube ich. Das tat jetzt ein bisschen weh. Ja, die Reichweitenvorteile an der Stelle. Und jetzt kommt er mit seinen komischen Geiern.
Also da habe ich kein Problem, dass der da diesen Rambock angreift. Der ist relativ stabil und jetzt kommen auch ein paar raus hier. Jetzt möchte er die Entscheidung anscheinend. Und die kann er auch ganz gerne haben. Ich muss jetzt bloß mal schauen, ein bisschen Überblick verschaffen, was die Verletzten angeht. Also die sind fit, die sind fit. Die Hochelfen-Gemeinschaftswächter, die sind kurz vom Verrecken. Die heile ich gleich mal. Weil das Elite-Truppen sind, die möchte ich nicht verlieren. So, die Schwertkämpfer. Die können jetzt theoretisch schon eingreifen, aber wir machen das mal anders jetzt. Wir haben jetzt hier diesen Rambock. Und der ist zwar eigentlich für die Mauern da, aber wenn der mir schon entgegenkommt, dann kriegt er da eins mit dem Pfahl. Vor den Latz. Hat da auch schon einiges verloren. So, die Blide, die wird jetzt versuchen. Okay, das ist jetzt Abzug für Sichtbehinderung. Wenn ich jetzt eins rüberziehe, bringt es was? Egal. Machen wir mal einfach mal. Warum kann ich jetzt von hier nicht schießen? Das ist doch kacke. Hä? Stimmt irgendwas nicht gerade, kann das sein? Warum kann ich jetzt hier nicht schießen? Nur weil ich ein Feld vorgerückt bin, oder was? Das ist ja kacke, ey. Scheiße. Ja, ist doof. Ich weiß nicht. Was haben wir denn hier? Oh, die Hochelfen-Langbogenschützen. Die ziehen wir jetzt mal ganz schnell zurück. Wir haben auch schon einiges abgekriegt. So, die Greifenreiter. Die sind natürlich jetzt ganz, ganz entscheidend. Was haben wir denn hier Schönes? Die Unheilsritter mit 55. Und die Priester, die mache ich jetzt mal als erstes tot, glaube ich. Die sollten das nicht überleben hier, diesen Greifenreiterangriff. Doch, sie überleben leider. Leider überleben sie, aber die anderen beiden Greifenreiter kümmern sich jetzt um den Arsch. So, die haben wir mal ganz schön zurückgeschlagen. So, was haben wir denn jetzt hier? 58 noch leben. 40. Oh, oh, die können ganz schön zuhauen. Okay, dann haben wir hier noch unsere Monsterjäger. Die haben jetzt eine Sichtbehinderung, welche sich leider nicht verhindern lässt. Trotzdem haben wir noch eine verpasst. Was haben wir hier? Die Eingeweihten. Die haben die Reichweite nicht von hier. Definitiv nicht, aber vielleicht von hier. Auch noch eins drauf, komm. Ah, schade, nur zwei Schaden. Ich glaube, der wäre fast tot. Ja, der hat nur noch vier. Okay, können die noch was machen? Ein Orkpriester haben wir da noch. Vielleicht kann ich den noch wegbrezeln. Das könnte reichen. Was? Scheiße. Eins! Das ist doch fies! Eins von 41, ey. Dreck. Die Schwertkämpfer können jetzt hier gerade gar nichts ausrichten. Die Langbogenschützen müssten jetzt irgendwie die Reichweite herkriegen. Das würde ja reichen, wenn es von hier klappt. Das muss klappen. Komm, das muss reichen. Ein Schuss, das wird reichen. Komm. Scheiße. Warum hat das nicht geklappt, ey? Blöd. Okay, da haben wir ja auch noch ein Problem. Das können wir ja auch noch bearbeiten. Allerdings mit Feuerbomben ist das immer so eine Sache, ne? Da kriegen die anderen mal auch was ab. Versuchen wir es erstmal anders. Da haben wir noch die Monsterjäger. Für Entfernung ein Abzug. Gehe ich mal eins vor. Ja. Druff. Runter mit den Scheißvögeln. Schwertkämpfer. Kommt der dran? Ja, das Ziel wird aber zurückschlagen. Macht aber nichts. Das riskieren wir einfach mal gepflegt. So, dann haben wir ja noch die Feuerwerfer. Tja. Der kann auch noch einen Nahangriff machen. Oh oh. Das ist nicht bekommen hier. Die können nichts mehr. Er hier kann noch nach vorne gehen. Kann ja noch mal ein abfeuern. Jawohl, ist platt. Und die Kollegen werden jetzt halt nach vorne stürmen. Ich kann jetzt, glaube ich, auch nichts mehr großartig ausrichten.
die erreiche ich nicht. Höchstens hier vielleicht noch mit meinen Langbogenschützen. Hier nicht. Schade. Da komme ich nicht durch. Versuchen wir unser Glück hier noch. Auch wenn es unwahrscheinlich ist. Eins außer Reichweite leider. So, die Kolleginnen hier. Komm auch noch nach vorne hier. Reichweite nicht möglich. Was war das hier? Magie bannen, brauchen wir nicht. So, die Gemeinschaftswächter sind Nahkämpfer, die nützen mir gerade gar nichts. Und die hier können auch nichts mehr machen. Die könnten jetzt noch nach vorne stürmen. Da kommen die blöden Penner auf mich zu, ne? Das ist klar. Den könnte ich schon eine verpassen hier. Das machen wir auch noch. So, der hat natürlich jetzt auch wieder was abgekriegt, ist klar. Der ist ja ganz schön im Arsch hier. Der wird jetzt sterben, fürchte ich. Das war jetzt nicht so gut durchdacht, Herr Fränkel. Jetzt aber egal. Was können die eigentlich? Feenfeuer! Außer Reichweite. Jetzt geht was. Feenfeuer, naja, immerhin, ne? So, die werden jetzt den definitiv niederstrecken. Scheiße, naja. Was haben wir hier? Die kann nichts mehr. So, alles klar. Der Gegner ist dran, würde ich sagen. Ja, dem Vögelchen geht's an Kragen, das ist klar. So, der ist jetzt auch hinüber. Jetzt müssen wir uns einen Überblick wieder verschaffen. 58, 40, 37, 36, 36, 40, 30. Ich schaue bloß gerade mal, wen es am schlimmsten erwischt hat. Die Bliede hat ganz schön abgekriegt. Kriegt die noch was ab jetzt? Die kann ich auch nicht heilen, das ist ja völliger Schwachsinn. Kann ich ja nicht heilen. Die muss das irgendwie so überleben. Die Langbogenschützen, welche sind das? Das sind die, die vorne drin stehen. Das ist natürlich gefährlich. Die werde ich jetzt erstmal, kann ich die rausziehen? Die müssen ja jetzt nicht unbedingt, ne? So, Sundren. Die kann zaubern. Ich weiß aber noch nicht, wen ich heilen möchte. Das muss ich nochmal gucken. Das wird wohl einer der Greifenreiter sein. Schwertkämpfer, die haben jetzt auch überlebt, aber... Wenn die noch was abkriegen, schaut es auch nicht mehr gut aus. So, die hier. Ziehen sich jetzt mal ganz zurück. Ihr haltet euch da mal raus jetzt. So, der Greifenreiter ist noch voll. Und der hier ist ziemlich beschädigt. Am Arsch auf gut Deutsch. Und den werde ich jetzt heilen. Welcher war das? Der hier, der 40er, ne? Okay, heilen. Der muss ja hier noch seinen Job erledigen. Der hier könnte auch noch eingreifen, ne? Okay, der hier hat 65, dann haut der zuerst zu. Das war's dann, Feierabend. Und er hier... Hier ist kein Gegner, ne? Die sind jetzt alle... Ah, da ist der nächste Gegner, das ist natürlich blöd. Wird jetzt dauern, bis ich da hinkomme. Machen wir uns mal auf den Weg. Ah, den hätte ich angreifen können, eventuell. So, Monsterjäger. Die haben hier, Ziel wird zurückschlagen. Ich muss dann schießen, natürlich. Außer Reichweite. Alles klar. Feuer! Und auch hier gilt nochmal... Feuer! Oh, ich kann einmal vor noch. Trotzdem noch Entfernungsabzug. Feuer!
Und dann haben wir die hier noch. Okay, wir sind am Ende mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da und kommt das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Age of Wonders 3 und meinem Vernichtungsfeldzug gegen Gamlak.